denn hier los? Packen! Abhauen! Aha. Clausewitz ist ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab aus Berlin. Und wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung? Und der Soldaten, wenn alle weg sind? Fragen Sie mich was Leichteres, Professor. Aber das ist doch Wahnsinn! Schenk. Funke. Ich bin hier im Bunker der neuen Reichskanzlei an der Poststraße. Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des Regierungsviertels ernannt. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich fürchte, das wird schwierig. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Sie sind doch Arzt. Ja, Internist. Hören Sie, requirieren Sie irgendein Fahrzeug und bringen Sie alles an Medikamenten, Morphium, Penicillin, Verbandzeug, alles, was Sie unterwegs finden können, hierher zu mir. Ich sehe, was ich machen kann. Warten möchten. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, dass ich Sie von Ihrer wichtigen Arbeit abhalte. Mein Führer, bewahren Sie Ihren Glauben an den Etzig. Führen Sie uns und wir werden Ihnen folgen. Kommen Sie. Immer eine gute Stube. Kommen, wir trinken erstmal was. Außer trinken kann man ja nicht mehr viel tun.